Das ist krass animiert. Das ist ohne Spaß krass gemacht. Wie wird das Ganze aussehen? Können die eigentlich auch Kinder kriegen? Ich weiß es gar nicht. Ja, irgendwie bei Benny Boy läuft nicht, Leute. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil meine Worte in Lines. Create a Code für den Ripe. iCrimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hallo Leute, Crimex hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Und heute gibt es mal die Reaktion auf die besten Fortnite-Animationen überhaupt. Boah Leute, ich erstick einfach unter dieser Maske, man bekommt ja einfach gar keine Luft, ja? Leute, ich übertreibe wirklich nicht, ich habe mir einfach so viel Zeit genommen, habe einfach die besten Animationen in ganz Fortnite rausgesucht. Wir haben wirklich Action dabei, wir haben Love-Stories dabei, heute gibt es wirklich das komplette Programm. Die letzten Animationsvideos, auf die wir reagiert haben, kamen extrem gut an, deswegen nehmt euch auch wieder 2 Sekunden Zeit, vergesst nicht das Video zu bewerten und Leute, schließt euch der Crimex Army an, um wirklich gar nichts mehr zu verpassen. Die ganz Aktiven benutzen natürlich auch den Creator-Code iCrimexOG, ihr wisst Bescheid. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal mit ein bisschen Action hier, weil ich bin gerade eh voll aufgedreht, Leute, weil ich mich einfach freue, jetzt mal wieder das aufzunehmen. Und zwar starten wir jetzt einfach hier mal direkt, könnt ihr jetzt im Hintergrund sehen, Fortnite Anime Version. Ihr könnt ja jetzt auch mal in die Kommentare schreiben, wer von euch schaut Animes. Diejenigen, die Animes kennen, die wissen, es geht einfach immer übelst ab mit richtig viel Kampfszenen und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, Leute, lehnt euch zurück. Jetzt gibt's erstmal die Fortnite Anime Version. Oh shit! Alter, das ist ja schon mal übelst gute Grafik. Richtig gut animiert, Leute. Voll der Anime, ja? Ey, Bruder. Ich glaube, ich muss das hier mal ein bisschen leiser machen. Einfach, es ist einfach so dieses Standard-Anime-Intro, Leute. Ja, genau, genau. Irgendwie immer sind Leute am Rennen. Es kommen diese chinesischen Schriftzeichen mit eingeblendet. Dann irgendwie dieser tragische Blick von der Frau. Oh, shit! Die Kampfszenen sind übelst krass. Oh mein Gott, ey. Also, ist schon echt krass gemacht, muss man wirklich sagen. Oh mein Gott. Bro, das ist krass animiert, das ist ohne Spaß krass gemacht. Oh mein Gott, er feuert los. RPG, die RPG kommt. Oh mein Gott, diese Kampfszene allein. Was? Oh mein Gott, Bruder. Boah, er ist auf einmal Avatar, Herr der Elemente geworden. Banana. Geil. Geil. Also Leute, wie ich schon gerade gesagt habe, ich übertreibe wirklich nicht. Ich habe wirklich die besten Animationen rausgesucht. Ich meine das wirklich ernst. Von Action, Love Stories, Küssen, Lieben, alles krassen Kampfszenen, ist heute alles mit dabei. Und ich würde sagen, da wir gerade immer noch voll aufgeputscht sind, es geht direkt weiter mit Full Action, mit Fight-Animation. Zwar, diesmal haben wir hier was richtig Real-Life-ähnliches. Also ich glaube, das ist schon echt fast Fortnite Real-Life, kann man sagen. Let's go, Leute. Boah, boah. Driftskin ist richtig auf Gas. Er kickt direkt die Tür raus. Oh, hinter ihm ist Marshmallow. Bruder, hast du hinter dir Marshmallow etwa nicht gesehen? Oh, 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 oh. Ey, da ist ein Camper. Das, Ben ist ein Camper. Und, ja, Ben? Ben, was hast du gerade gemacht? Oh, Ben ist verletzt. Ey, Bruder, also Ben, wenn du den auf die Distanz... Oh mein Gott! Ey, der Ehren-Football-Skin! Er hat sich eine Kugel für ihn eingefangen. Oh mein Gott, der Detective. Jetzt aber, Ben, jetzt das ist deine Chance. Hex. Ey, er hat Hex an. Oh oh. Es landet einfach ein Vogel da. Der Benny Boy. Der Benny Boy trifft wieder nichts. Aber wenn er ihm jetzt auf den Kopf kackt, das wäre übelst krass. Ey, jetzt will er den Vogel wegknallen. Oh mein Gott. Benny, du bist ein Tiermörder. Oh, seine Rabenbrüder gehen auf ihn los. Er ist noch mehr verletzt. Er kriegt immer ein Pflaster mehr. Er hat ihm einfach Maximum Ehre genommen. Er wollte ihm in die Eier schießen. Jetzt Benny Boy hat gar keinen Bock mehr.
Am Ende war dann noch dieses Glas zu sehen mit den ganzen anderen Kugeln drin, weil dieser Benny Boy das einfach schon öfter versucht hat, einen Attentat auf den zu machen, aber... Ja, irgendwie bei Benny Boy läuft nicht, Leute. So, aber jetzt nach den ganzen Kampfanimationen, die wir gerade schon gesehen haben, sollen wir jetzt schon mit Liebe weitermachen? Nein, ich würde sagen, wir müssen uns erstmal kurz beruhigen. Die nächste Animation, die wir uns jetzt anschauen werden, heißt If the Bus Driver Fell Asleep on the Battle Bus. Also falls der Busfahrer vom Battle Bus einschlafen sollte, was passiert dann überhaupt? Stürzt der Battle Bus dann ab? So, Leute, hier der Battle Busfahrer. Ist, glaube ich, vielleicht heute ein bisschen müde. Bekommt Sekundenschlaf oder so. Rights, left. Okay, er will die Leute rauskicken. Ah. Hat er alle rausgeworfen? Ach, das zeigt, wie... Er muss noch 1000 Fahrten an dem Tag machen. Der arme Battlebusfahrer, der muss den ganzen Tag über Bus fahren. Oh mein Gott, und er wird müde. Er schläft ein. Die anderen denken sich schon... Okay, er muss nur noch eine Fahrt machen, dann hat er Feierabend. Das schaffst du. Oh oh, oh nein. Oh oh. Oh oh. Der Battlebus müsste doch dann eigentlich abstürzen, wenn der Busfahrer einschlägt. Oh oh, ja. Und er stürzt ab. Nein! John Wick. John Wick's an Bord. Oh shit. Ey, das ist ja so krass animiert. Oh, ey, ich hab's, Leute, ich sag's euch wirklich, das sind die besten Animationen überhaupt heute. Wow, da hat er nochmal ganz, ganz knapp die Kurve bekommen. Bruder, jetzt wird's aber Zeit für Feier. Oh, oh, ja. Ey, wie abgefuckt John Wick schaut. So richtig so Runde verkackt. Oh mein Gott. Leute, ich wollte jetzt eigentlich gerade direkt mit Action weitermachen, weil ich habe noch eine richtig coole Kampfszene. Aber mir wurde hier gerade ein Video vorgeschlagen. Und zwar How the Bus Driver Almost Failed the Driving Test. Da schauen wir jetzt mal rein, wie der hier zur Fahrschule geht und den Führerschein nicht schafft. Oh. Einfach wieder übelst geil animiert. Einfach so eine Fahrschulgebäude für die Busfahrer. Oh, Test 1 failed, Test 2 failed. Alle Tests sind failed. Jetzt bin ich mal gespannt. Make me proud, son. Oh nein, nein, nein. Ich bin übrigens auch erstmal praktische Fahrprüfung durchgefallen. Das war echt scheiße, das meinen Eltern zu sagen. Hatte ich damals voll das schlechte Gewissen. Okay, er ist dran. Driving Test Phase 1. John Wick als der Fahrlehrer. So, komm mal. Zeig mal hier, wie du fahren kannst, wie du den Bus fahren kannst. Oder fliegen, besser gesagt. Ja, okay. Er hat schon mal geschafft, den Bus zu starten. Phase 2. Ability. Also Bewegung. Oh nein, 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 nein. Ey! Bruder! Das war's dann schon wieder. Das war's dann schon wieder komplett mit dem Führerschein. Oh mein Gott. Ey, das ist ja. Das, ey. Also, ich kann mich schon wiederholen. Wir haben hier einfach die beste Animation. Einparken, Leute, einparken. Er ist richtig geschockt, dass es so gut funktioniert hat. Oh, nein. Ich finde dieses Seitwärts-Einparken eigentlich das Einfachste, so von den Einparkmöglichkeiten. Ja. Noob. Hä, er hat seinen Führerschein. Also, da stand gerade Noob drauf, aber ich glaube nicht, dass das der Führerschein war, was er da bekommen hat. Und Leute, jetzt nach diesen Real-Life-Animationen finde ich, brauchen wir wirklich mal wieder ein bisschen richtig Action hier. Fortnite Animated, if Fortnite was an Anime. Also nochmal so was Anime-ähnliches, aber trotzdem nochmal was ganz anderes. Und zwar, meine Freunde, ist das Ganze jetzt hier gezeichnet, also anders animiert. So, jetzt hier ist noch eine Stelle aus einem normalen Fortnite, aus einer normalen Fortnite-Runde, Leute. Lasst euch nicht irritieren. Und das Ganze wird dann gleich in ein Anime, in eine Animation überswitchen. Und dann wird es übelst krasse Kampfszenen geben. Ja, da ist der Osterhase. Der Osterhase. Okay, alles bis jetzt nochmal. Ja, wartet ab, Leute. Vertraut mir. Okay, hier, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Paket hieß damals, dieser Halo-Skin. Okay, okay.
wie langsam er sich umdreht. Okay, und Leute, haltet euch fest, schnallt euch an, jetzt geht's los. Okay, komm. Action. Animate Inman, jetzt geht's los! Boom! Oh mein Gott! Das ist so ein krasses Movement! Ey, feier, ich hier schnell was bauen. Oh mein Gott, er macht einfach einen Rückwärtshalt. Oh mein Gott, Roundhouse Kick ins Gesicht. Oh mein Gott, Bruder. Er hat eine Scar. Woher hat er auf einmal die Scar, Leute? Oh mein Gott, er macht den Ramp Push ins Gesicht. Oh mein Gott, er kickt ihn einfach ins Gesicht. Das ist ja mal so. Einfach stellt euch. Oh mein Gott. Stellt euch mal vor, wenn diese Spitzhacke immer jetzt für den Wirkzug übelst cool wäre. Oh. Ey Leute, hab ich schon übertrieben oder was? Oder ist das eine richtig geile Kampfanimation hier? Freeze? Oh 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 ja, und der andere hat einfach alles weggesprengt. Locker jetzt, beide sterben einfach. So richtig stumpfes Ende. So Leute, jetzt ist einfach nur noch die Frage. Ich habe jetzt hier noch zwei übelst krasse Animationen am Start. Zwar einmal was richtig Interessantes, und zwar, was passiert eigentlich in einem Reboot-Van? Und natürlich, Leute, was würde eigentlich passieren, wenn Fortnite-Skins sich miteinander verlieben würden? Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal an, was passiert eigentlich in einem Reboot-Van. Und Film ab damit. Okay, das ist jetzt in einem Reboot-Van drin quasi. Okay, da ist irgendwie der Bademeister und dieser Engel-Skin. Ergibt Sinn, wenn ein Engel da drin arbeitet, weil, ja, so, die Leute sind ja eigentlich tot. Und der Benny. Er erzählt gerade, wie er gestorben ist. Oh. Ey, das ist auch wieder so eine gute Animation hier. Nein. Benny. Ach, Benny Boy. So ist er gestorben. So, Benny Boy. Oh nein, Fußballskin. Oh nein, ein Schwitzer Fußballskin. Ach so, nee, das ist der Teammate. Okay, von Benny Boy. Ey, das ist ja so cool gemacht. You're back in the game. Okay. Er wurde zurückgeholt. Ich hätte mir wirklich vor, das würde wirklich so in einem Battle Bus jedes Mal passieren, wenn man einen revived. So, frisch korrekt, noch eine Pistole. Oh mein Gott. Einfach direkt rausgekickt. Der arme Benny Boy. Oh mein Gott. Ey Leute, das war auch eine richtig geile Animation. No joke, die war richtig gut. So Leute, und ich würde sagen, jetzt nochmal richtig schön zum Ende. Was passiert eigentlich, wenn Fortnite-Skins sich verlieben? Wenn Fortnite-Skins einfach Beziehungen zueinander aufbauen? Wie wird das Ganze aussehen? Können die eigentlich auch Kinder kriegen? Ich weiß es gar nicht. Wir schauen jetzt in eine Animation rein, ja, in der sich Fortnite-Skins verlieben. Let's go! Okay, das sind diese Alchemisten-Skins. Die brauen da gerade, ein Katzenrübs. Okay, was hat ein Katzenrübs mit Liebe zu tun? Aber ich glaube, die haben gerade so eine Art Liebestrank gemacht. Okay. Also, okay, der Teddy ist direkt verliebt in die andere und die andere hat ihn gerade in dem Teddy was Böses gesehen, aber jetzt ist sie auch verliebt. Okay, wir haben unser erstes Pärchen. Die Skins sind verliebt miteinander. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt so anfangen rumzuküssen. Oh, okay, sie sprayt ein Herz. Der Graffiti sprayt. Ne, jetzt glaube, sie ist auch ein bisschen auf Liebessuche. Irgendwie ist da gerade Paarungszeit oder so. Oh, sie trinkt ihre eigenen Tränen. John Wick. Oh. Er schießt eine Rose raus. Die sind ja heute alle auf Romantikstimmung und holt Weingläser. Oh, der alte Romantiker. John Wick, Junge. Oh, die Zombie-Skins. Der Zombie schneidet sein Herz raus. Oh mein. Und der Good Trooper ist das Herz. Ach du Scheiße. Oh, läuft bei ihm. Er kann der. Ey, er hat einfach mit Amos Pfeil abgeschossen. So klärt er sich die Mädels. Die Spinnenskins, okay. Das Ding ist bei Spinnen, wenn die sich paar. Oh, der Fette.
Der Fette will Marshmallow essen. Das Ding ist einfach bei Spinnen, wenn die sich paaren, Leute, dann wird ja das Männchen aufgefressen. Und ja, deswegen hatte der Skinner, glaube ich, nicht so Bock drauf. Aber okay, Leute, dann würde ich sagen, soll es das heute von den Animationen gewesen sein. Ohne Spaß, Leute. Also, ich will nicht übertreiben. Aber ich, meiner Meinung nach waren das eigentlich so mit die besten, geilsten Animationen überhaupt. Lasst mal ein Like da, wenn ihr das ganze Video gefeiert habt. Dann würde ich sagen, mache ich mich auf jeden Fall mal wieder auf die Suche. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Schließt euch jetzt hier Crimex an, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Samstag. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex. One, let's go. One, let's go.